Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Summer Fitness Bootcamp hier auf YouTube neigt sich allmählich dem Ende und ich finde, das ist auf alle Fälle ein Grund, die Intensität nochmal so ein bisschen nach oben zu schrauben. Und ich habe euch heute ein sehr intensives und effektives Workout für die Bein- und Gesäßmuskulatur mitgebracht. Dieses Workout ist genauso aufgebaut wie mein Sixpack-Workout vom letzten Mal, sprich pyramidenartig. Wir arbeiten uns also zu einer Übung nach oben hin, welches ist, wird eine Überraschung sein, und machen die gleichen Übungen wieder zurück und arbeiten dabei in einem Intervall von 50 Sekunden, worauf 10 Sekunden Pause folgen. Mir ist es wichtig, dass ihr versucht, eure eigene Geschwindigkeit zu finden. Macht da wirklich euer Workout raus. Wenn ihr meine Geschwindigkeit halten könnt, super. Wenn ihr langsamer seid, super. Wenn ihr schneller seid, super. Es ist wirklich nebensächlich. Versucht einfach so gut zu sein, wie es für euch heute machbar ist. Dieses Workout ist Teil meiner Summer Bootcamp Kooperation mit Couponation und ihr findet alle Outfit-Details zu meinem heutigen Nike-Outfit sowie alle aktuellen Rabatte und Gutscheinaktionen für den Nike-Online-Shop über den Link in der Infobox. Schaut da also auf jeden Fall mal vorbei und dann würde ich sagen, lasst uns beginnen. Viel Spaß! Bring dich in Startposition und dann geht's los auf 3, 2, 1 und Action. Wir fangen an mit den klassischen Kniebeugen, den Air Squats. Füße etwas mehr als hüftbreit, Zehen zeigen leicht nach außen. Gib Gewicht in die Fersen und dann halte deine Geschwindigkeit. Finde dein Tempo. Bleibe groß und für die letzten 20 Sekunden Jumping Squats. Immer wenn du hochkommst, spring, wenn du willst. Letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1. Erste Pause. Und 3, 2, 1, los geht's. Lunge mit Kick. Rechtes Bein geht zurück und wenn du nach oben kommst, einmal Kick nach vorne. Dein Standbein ist wie festgeklebt auf deiner Matte. Behalte die Bauchspannung. Bleibe groß. Atme. Komm schon, noch 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Wir machen gleich weiter mit der anderen Seite. Mit links. Los geht's. Einmal Reverse Lunge und wenn du nach oben kommst, einmal Kick. Gib Spannung rein. Geschwindigkeit halten. Sehr gut. Und dann spür es hier richtig in deinen Beinen, in den Oberschenkeln, im Gesäß. Bleib dran. Der rechte Fuß ist wie festgeklebt, hebt nicht mit ab. Hinteres Knie tippt auf die Matte. Und 3, 2, 1, Pause. Komm schon mal in Rückenlage für die nächste Übung. Und los geht's. Hip Thruster mit dem rechten Bein in der Luft. Schieb dein Becken nach oben, lass dein rechtes Bein ausgestreckt. Und hier spür mal richtig in dein Gesäß, spür mal richtig deine Po-Muskulatur. Falling, falling.
Und wenn du nur nach oben kommst, richtig Hintern anspannen. Ja, squeeze your butt. Letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1 und löst. Kurz durchatmen. Vorbereiten für die andere Seite. Linkes Bein ausstrecken. Los geht's. Und auch hier wieder explosiv dein Becken nach oben schicken. Und dann nutz deine Atmung. Atme aus, wenn du dein Becken nach oben schiebst. Spann dein Hintern hier richtig an. Da wollen wir es spüren. Da soll es wirklich reingehen. Yes. Sollte es zu anstrengend sein, dann einfach den linken Fuß abstellen und beide Füße bleiben am Boden. Letzten 10 Sekunden. Dranbleiben. Komm. 3, 2, 1 und Pause. Einmal umdrehen, in Bauchlage kommen. Hände unter die Stirn bringen. Und los geht's. Frog Lift. Heb deine Oberschenkel weg von der Matte. Und dann spürst du hier auch nochmal, wie deine Oberschenkel und dein Gesäß arbeitet. Und hier gar nicht weiter drüber nachdenken, einfach machen, einfach durchziehen. Sehr gut. Nur noch 10 Sekunden, komm schon, du bist gleich durch. 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Zurückkommen in den Stand. Wir wollen unseren Puls wieder hochbekommen. Los geht's, Side Lunge. Rüber zur linken und zur rechten Seite. Bleibe groß, heb dein Herz. Und auch hier finde wieder deine Geschwindigkeit. Du selbst bestimmst die Intensität. Sehr gut. Letzten 20 Sekunden nochmal Geschwindigkeit reingeben. Komm, wenn du mehr willst, dann werd ein bisschen schneller. Letzten 10 Sekunden. Drei, zwei, eins, geschafft. Jetzt gibt's die Überraschungs-Exercise und zwar den Pistol Squat, die einbeinige Kniebeuge. Wenn du kannst oder wenn du es ausprobieren willst, einfach mal machen. Alternativ einfach in den Wall Sit kommen. Also such dir eine Wand und stell dir vor, du setzt dich auf den Stuhl. Es ist egal, welche Position du wählst. Ich möchte dir einfach gerne eine Inspiration bieten. Letzten 10 Sekunden. Sehr gut. Jetzt fängst du mal richtig an zu brennen. 3, 2, 1 und lösen. So, jetzt gehen wir den gleichen Weg wieder zurück, bis wir bei Übung 1 ankommen. Also los geht's, Side Lunge. Du kennst die Übung, auf dem Rückweg werde ich nicht mehr ganz so viel ansagen. Deinem Tempo von links nach rechts. Spür es in den Beinen, Oberschenkel, Innenseiten und im Gesäß. Schau nach vorn. Atme.
und gerne nochmal Geschwindigkeit reingeben für die letzten Sekunden. Drei, zwei, eins, Pause. Super. Komm in Bauchlage. Hände wieder unter die Stirn. Und los geht's. Heb die Oberschenkel weg vom Boden. Jetzt wird's richtig fies. Versuch die Übung sauber auszuführen. Finde dein Tempo, aber hör nicht auf. Steig nicht aus, bleib hier. Einfach weitermachen, gar nicht weiter drüber nachdenken. Noch 10 Sekunden, komm schon, bleib dran. 3, 2, 1 und lösen. Puh, kurz mal durchatmen, in Rückenlage kommen. Bring den linken Fuß übers rechte Knie und dann geht's weiter mit den Hip Thrusters, diesmal in einer Variante. Ist ein bisschen weniger anstrengend als die in der ersten Runde. Also gib hier nochmal umso mehr Spannung rein. Spür dein Hintern. Aktiviere deine Gesäßmuskulatur jedes Mal, wenn du nach oben kommst. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Auflösen, Seiten wechseln. Rechts über links. Den Fuß flexen, um dein Knie zu schützen. Los geht's. Becken explosiv nach oben schicken. Und dann nutze deine Atmung. Mit jeder Ausatmung kick dein Becken hoch. Komm schon, denk an dein Ziel. Wir sind schon auf dem Rückweg. Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1. Auflösen. In den Stand kommen. Wir haben nur noch 3 Übungen. Komm on. Lunge mit dem Kick. Linkes Bein diesmal. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Ooh, I live it. Vergesst nicht zu atmen, bleib dran. Sehr gut. I love it. Crank it up, yeah, yeah, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Komm schon, nicht müde werden, weitermachen. 3, 2, 1. Puh, ich bin auch am Leiden, das sage ich euch. Wir haben noch 2 Übungen. Weiter geht's mit dem Lunge auf der anderen Seite. Rechtes Bein geht zurück und kickt nach vorne. Das Ziel ist in sich. Jetzt nochmal alles reingeben. Komm schon. Gib jetzt nochmal Gas. Bleib dran. Hör nicht auf.
Finde dein Tempo, aber bleib dran, bleib in Bewegung. Noch 10, komm schon. Wenigstens noch 3-mal kicken. 1, 2 und 3. Super. Jetzt nochmal all in mit der letzten Übung, den Air Squats, den klassischen Kniebeugen. Komm in deinen Stand, los geht's, 50 Sekunden Kniebeuge. Und jetzt gib nochmal ein bisschen Gas, komm schon. Versuch wirklich an deine Grenzen zu kommen oder darüber hinaus. Kämpfe. Die letzten 20 Sekunden nochmal Jumping Squats. Spring, wenn du mehr willst. Die letzten 5 Sekunden, komm schon. Bleib dran. 3, 2, 1. Geschafft. Sehr gut. So ihr Lieben, wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr noch stehen oder seid ihr schon in Rückenlage in der Käferposition gelandet? Ich weiß, dieses Workout ist wirklich super intensiv. Es bringt einen definitiv an seine Grenzen und das soll es auch. Wir wollen ja in 15 Minuten wirklich das Bestmögliche rausholen und ja, da muss man halt einfach mal ein bisschen Gas geben. Wenn ihr an der einen oder anderen Stelle noch so ein paar Probleme hattet, wenn es noch nicht so gut geklappt hat, dann macht euch bitte nichts draus, wirklich. Wie gesagt, es ist wirklich fortgeschritten, es ist intensiv. Nehmt euch einfach die Zeit, um dieses Workout einfach immer wieder zu machen und dann werdet ihr merken, dass ihr mit der Zeit automatisch viel fitter werdet und das Ganze nur noch halb so anstrengend ist. Ja, in diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Video. Macht's gut, bye bye.